Das ist ein bisschen hässlich, gebe ich zu. Na, hi. Wie geht's euch? Ach ja. Leute, das mit dem Level ärgert mich immer noch. Und, pass auf, jetzt kommt die Zauberei. Skala hat mir nämlich geschickt, wie man das besser machen kann. Und ich habe es versucht, besser zu machen, nach seinen Anweisungen. Und es funktioniert leider immer noch nicht. So, jetzt gucken wir mal. Warte mal, was ist das für ein Wasserlevel? Nein, ich will hier nicht. Here we go. Denn ich habe gerade eben schon eine geschlagene 10 Minuten aufgenommen. Heute ist wieder Sonntag. Und was dann passiert ist, das wird sie nachhaltig erschüttern. Das Mikro war irgendwie kaputt. Keine Ahnung. Und jetzt ist hier auch wieder alles komisch. Irgendwie die Technik ist... Weißt du, früher hattest du so Technik, da wusstest du, das kann nicht funktionieren. Weil du jedes Mal dachtest bei so einem Rechner, ja, guck dir das mal an. Das Einzige, was er so ordentlich grafisch hier auf die Beine stellt, ist irgendwie Doom 2 oder so. Oder hier Baldur's Gate 2. Und dann hast du auch gedacht, ja. Und selbst da hat's geruckelt. Hast dir gedacht, boah, das Spiel hat 4 CDs. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, 200 Megabyte. Krasses Ding. Boah. Und das war dann High-End, dann hast du dir aber anderen Sachen gedacht, ja, wenn das nicht funktioniert, dann ist das halt so, ne? Die Zivilisation ist einfach noch nicht weit genug, um zu sagen, ja, pass auf, ich habe einen guten PC, der einfach immer läuft. Und, naja, ihr wisst, wie es ist. Ich habe kurz angefangen und das ausprobiert, wie Skala mir das geschrieben, nein, gezeichnet hat. Ja, und eigentlich wollte ich es euch vorenthalten. Ich hatte es bei der letzten Aufnahme nämlich nicht eingespielt, weil ich gedacht hatte, das ist so ein bisschen wie die Kiste beim ersten Indiana Jones. Wenn ihr da drauf guckt auf die Zeichnung, dann werdet ihr direkt, dann fällt euch einfach das Fleisch von der Haut. Das Fleisch von den Knochen, wollte ich sagen. So. Aber ich habe mich entschieden, ich bringe euch alle um, indem ich euch diese geile Zeichnung hier zeige. So, das ist das Problem. Das Problem, was wir da haben, ist, dass die Kiste, hier guckst du die mal an. Achtung, die kann ich hier kaputt machen. Dann gehe ich raus, gehe wieder rein und die Kisten respawnen nicht. Ja. Nice. Skala hatte mir vorgeschlagen, nimm Mancha. Ja. Und ich zeige euch jetzt mal, wie er sich das gedacht hat. Weil da, alleine das ist eine Erwähnung wert. So. Okay. Das ist die Originalzeichnung von Skala. Oh, warte mal. Ich blende mal eben das Interface aus. So, warte. Ja. Ein bisschen halbtransparent machen hier. Kann ich das halbtransparent machen? Geht das hier? Warte mal, das muss ich jetzt mal gucken. Ich kenne mich hier nicht aus. So, nee, okay, alles klar. Filter, das war's. Neuer Filter. Chroma Key, nein. LUT anwenden, was ist das denn? L-U-T? LUT. LUT. Nee. Ich weiß nicht, was ein LUT ist, Junge. Ich will das hier halbtransparent machen, warte mal. Bildmaske-Vermischung, das ist es doch. Alpha-Maske und ab geht's. Ich will nicht eine Farbe auswählen, ich möchte das ganze Ding. Color Key, Farbkorrektur, Luma Key. Das ist es. Max Luma. Ja. Ja, Lumen und so weiter, irgendwas mit Helligkeit. Ist mir schon klar. Aber. Seitenverhältnis. Renderverzögerung. Leute, ich will es halbtransparent machen. Das ist hier kein Hexenwerk. Das hat der PC hingekriegt damals, als Baldur's Gate 2 noch High-End-Shit war. Das hat noch geklappt. Color Key, ja. Ich könnte theoretisch benutzerdefinierte Farbe auswählen. Kann ich hier eine Pipette benutzen? Nee. Ich mache jetzt hier... Leute, hier, guck mal, was ich hier für einen Quatsch mache. Seht ihr das? Sieht man das hier? Key-Farbe? So. Nee, sieht man nicht, weil das Bild da vor ist. Ah. Es funktioniert einfach wieder alles nicht. Also, dann müssen wir das so machen. Dann muss ich hier immer ausblenden. Also, hier, es ist ungefähr ersichtlich, was hier gemeint ist. Ich habe hier, und das zeige ich euch jetzt, ich habe hier oben die Mancha. Diese Blümchen da sollen Mancha sein. Dann habe ich da drunter so eine Line an roten Knödeln. Die ist hier. Warte mal, pass auf. Das hier ist die Line an roten Knödeln. Und Skala meinte, ich soll in den Hintergrund sowas hier machen. Beziehungsweise irgendwie kamen wir beide dann da drauf, dass das vielleicht ganz geil wäre, wenn man das so macht.
Und es funktioniert leider nicht, ne? Das sind einfach so diese Sätze, die man nicht hören möchte. So, das bringt uns nirgendwo hin. Aber das hier. So, die Idee war folgende. Hier das so lassen, glaube ich. Und dann Mancha hochschießen lassen. Wo dann einfach ist, reicht ja auch theoretisch einer, ne? Wo dann... Nee. Nee, da muss ja noch ein zweites hin. Warte mal. Ich mach das mal ganz rudimentär. Ja, das ist mir egal, dass er jetzt runterfällt. Das wird ja alles eh geändert. Da, guck mal. Und die Idee war, dass diese Dinger da oben die Mancha hochboxen. So, aber das tun sie nicht. Denen ist einfach vollkommen egal, was für Teils hier noch so rumschwirren. Das ist einfach, das machen die nicht. Du kannst doch nicht mal das mit dem Chuck, nicht mit dem Chuck, sondern hier. Ich mach mal hier. Pass auf, wir machen einmal für den Vorführeffekt einfach mal komplett Sense hier. So, zum Beispiel die Jungs hier. Denen ist das auch egal. Da. Da steht er. Wüms, er geht einfach da dran vorbei. Schön, ne? Ja. So. Was man natürlich zur Chaotisierung machen könnte, und das ist eigentlich, glaube ich, ganz witzig. Weiß ich nicht, ob das geht. Ich muss mal gucken. Das sind eigentlich so Sachen, wenn du das selber machst und nicht in einem Video, dann probierst es immer wieder aus. Funktioniert das denn mit den Jungs hier? Da gucken wir mal. Here we go. Achtung. Das ist schon geil, ne? Dann kann ich das Ding einfach so mega hart abharrassen. Ich meine, ja, das ist ja mehr Stress als alles andere. Das bringt uns auch nicht weiter. So. Ich suche jetzt einen Block, der einfach nur nach oben geschmissen wird. Hier, versuchen wir mal alles, was wir so haben. So, zack. Dann das hier. Das und da kommt was raus. Leute! So. Jetzt die Frage. Jetzt die Frage. Schießt das den Mancher einfach kaputt oder hat sich dann was anderes noch da? Ja, das ist. Das mit den Notenblöcken ist eigentlich auch schon witzig. Nee, das macht den einfach nur kaputt. Ja, nice. Dann müssen wir da einen Notenblock hinmachen, wo was rauskommt. Weil der ist ja unzerstörbar. Also, ihr versteht das System dahinter gerade, ne? Es ist nicht ausgefeilt, aber vielleicht passiert ja was. So, das geht nicht kaputt. Nice. So, dann gucken wir mal, wie das hier mit ist. Ich glaube fast, dass die Dinger einfach da kaputt gegangen wären. Ich habe meine Maus immer noch im Bild. Oh, das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. Jetzt brauche ich nur noch daraus irgendwas, was rausspringt. Kann ich einen Block in den Block reinmachen? Nee, ne? Ich glaube, diese Mancha-Pflanze ist echt das höchste der Gefühle. Und ich lass es mit dem Teufel zu tun haben. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann ich den Wirbelwind da reinsetzen? Nee. Das ist Quatsch. Das macht niemanden glücklich. Ja. Was ist denn mit so einem Kumpel hier? Was ist denn mit so einem Kumpel hier? So, dann gucken wir mal. Ja, warte mal. Ich zieh mich selber mal hier hin. Da ist der Luigi. So. Ja, ich glaube, wir kommen sehr nah ans Ziel ran gerade. Wenn überhaupt. So, pass auf. Nee. Aber, warte. Ja? Es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Das heißt, pass auf. Machen wir das mal alle hier rein. So, und dann gucken wir uns mal hier um. Eins, zwei, drei. Bonjour. So. Jawohl, das ist er. So, und jetzt brauchen wir noch die Bestätigung. Jetzt brauchen wir noch die Bestätigung.
dann lösche ich das Level gleich und mach's dann direkt nochmal neu. Nichtsdestotrotz würde ich den Midway Point gerne da behalten, wo er ist. Okay. Wo ist denn jetzt mal hier das da suche ich? Gut. Kann ich das einfach so malen hier? Nice! Okay. Aber neu ist der Drops ja nicht gelutscht. So, jetzt sind da die. Das ist ein bisschen hässlich, gebe ich zu. Aber jetzt die Frage. Erstens, ist es weg? Zweitens, kann ich es wiederholen? Die Maus ist immer noch im Bild. So. Nein, oh mein Gott. Scheiße. Es wäre so gut gewesen. Oh Mann. Ah. Wenn ihr noch eine Idee habt, na, immer her damit. Ich kann den ja nicht durch solche Powerblöcke durchknallen lassen. Das geht auch nicht. Was haben wir denn noch? Kann ich das mit dem Switch machen? Der muss ja theoretisch immer rauskommen, oder? Wie gesagt, wir machen jetzt mal eine Teststrecke hier. Und hier nochmal was ganz Bescheuertes. So. Wir machen das so. Ein Testobjekt jedes Mal. Und Leute, so ist, wenn du in der Erziehungswissenschaft arbeitest, so ist Testen. Genauso. Nicht anders. Okay. Das ist der Test. Okay. Funktioniert der Test? Kommt er hier durch? Ja. Das ist schon mal gewährleistet. Nice. Dann müssen wir hier mal weitermachen. Dann brauchen wir noch unsere Kugel. Hier. Die muss natürlich, ne? So. Kann ich da so ein... Nein. Schade. Was ist hiermit? Was ist hiermit? Wir sind wieder bei Square One, aber ist okay. Nee, das funktioniert nicht. Ist alles, was da rauskommt, nicht in der Lage, wieder respawned zu werden? Here we go. Schauen wir mal. Einmal raus. Wieder rein. Hallöchen. Und? Bang. Nö. Okay. Jetzt haben wir ja zwei Schnittstellen, die wir hier angehen können. Erstens, was wird von diesen Mördermaschinen da unten getriggert? Zweitens, was lässt sich davon berühren? Und zweitens, was hält denn so eine Shell ab? Und drittens... Gott, Leute. Ich hätte das gerne mal ohne Kettenhund. Einfach nur den Flock. Ist das machbar? So, warte mal. Kann denn der Kettenhund Flock, so nenne ich den jetzt, Arbeitstille, kann der denn getriggert werden von meiner Ramme, die dann von unten nach oben hochknattert? Schauen wir uns das mal an. Machen wir das mal. Nee, das interessiert den auch nicht. Wäre natürlich eine super witzige Angelegenheit. Ja, gut. Ja. Achtung. Dann Option B. Dann Option B. Wenn dein Design scheiße ist und wenn das irgendwie nicht funktioniert, ist Option B immer, dass deine Grundannahme falsch ist. Und der Grundannahme gehe ich jetzt hinterher. So, was haben wir denn gerade rausgefunden? Was kann denn da oben stehen? Ich glaube, das war... Ich glaube, was war das denn? Was ist denn mit so einem hier? So. Okay, der muss hier stehen, dann geht's nicht weiter. Ich finde das mit diesen Rammen da schon lustig. Aber irgendwie... Nee, dann ist das ja auch wieder Quatsch. Weil diese Rammen ja meinen Timer angeben, wann ich denn ein Zeitfenster habe, Wasser hochzuschmeißen. Ich könnte ja theoretisch die hier von der Arbeit abhalten. Aber nö, die fallen doch... Das ist doch jetzt wieder das Trägheitsgesetz, oder nicht?
Die fallen doch nur so hoch wieder. Ja, warte mal. Der fällt so hoch. Ja. Wie ist denn das jetzt? Ne, der hat immer die gleiche Höhe. Das ist interessant zu wissen. Aber es bringt uns nicht weiter. Das Einzige, was du machen müsstest, wäre mit dem Rhythmus. Und das ist eigentlich schon super schwierig. Weil diese Gerätschaften hier einen größeren, knackigeren Rhythmus haben. Also, das wäre Option B. Ich demonstriere euch das mal eben. Und dafür hätte ich... Warte mal, pass auf, zack. Machen wir da mal ein anderes Design rein. So. Okay, warte. Nee, eigentlich nicht. Okay, okay, okay. Aber das funktioniert auch nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So. So. Okay, pass auf. Yep. So. Das wäre Option B. Nee, das ist auch wieder Quatsch. Damit machst du die Dinger ja kaputt. Leute, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich glaube, wir müssen bei der Gretchenlösung und dem Midway Point bleiben. Ich glaube ja, aber es ist ärgerlich. Es ist so verdammt ärgerlich, aber ändern können wir es jetzt nicht. Es sei denn, ihr habt noch eine Idee. Keine Ahnung, ich habe euch ja die Probleme gerade gezeigt und derer gibt es hier viele. Aber ist schon interessant, ne? Damals bei Mario Maker 1 wäre mir sowas einfach komplett am Arm vorbeigegangen. Aber hier nicht. Tja.